Also vielen Dank, lieber Frank Berger, und vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen bei der Frankfurter Numismatischen Gesellschaft. Vielen Dank auch, dass wir im Historischen Museum Frankfurt zu Gast sein dürfen. Ich bitte um Verzeihung für dieses etwas alberne Mikrofon, aber das benötigen wir, weil wir tatsächlich das live übertragen. Und deswegen bin ich auch etwas nervös, weil ich das zum ersten Mal mache, zumindest mit einer Live-Übertragung. Und ich hoffe natürlich, dass Sie zu Hause auch an den Computern tatsächlich mich jetzt sehen und auch hören können. Und ja, also vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr zahlreiches Erscheinen hier auch ganz persönlich. Ich möchte heute eine Sammlung vorstellen, die schon eigentlich seit mehr als 30 Jahren entstanden ist, mehr als 40 Jahren entstanden ist, hier in Frankfurt und in der Umgebung. Und diese Sammlung wird nächste Woche oder der erste Teil wird nächste Woche bei uns in Osnabrück versteigert. Und ich möchte Ihnen das gerne ein bisschen näher bringen. Der Titel ist sehr früh geboren, als wir diesen Vortrag vereinbart haben, vor einem Jahr. Eigentlich ist der Titel etwas gemogelt, denn Frankfurter Münzen werden Sie heute nur zwei zu sehen bekommen. Eine echte Frankfurter Münze und eine Münze, die im heutigen Stadtgebiet von Frankfurt geprägt worden ist. Und ansonsten geht es eigentlich um hessische Münzen und um Münzen aus den verschiedenen hessischen Gebieten. Aber da Hessen ja ein zentraler Währungsraum in Deutschland ist, spielten die hessischen Münzen natürlich auch in Frankfurt eine Rolle, genau wie die Frankfurter Münzen in Hessen eine Rolle gespielt haben. Jetzt geht's los. Ich möchte in dem Vortrag zunächst mal die Persönlichkeit vorstellen, die hinter dieser Sammlung steckt. Das ist also unser Versteigerungskatalog von der Auktion in der nächsten Woche. Und das ist Herr Dr. Hans-Jürgen Loos in unterschiedlichem Alter. Herr Dr. Loos ist also 1923 in Fulda geboren worden und hat seine Kindheit in Buchschlag hier in der Nähe von Frankfurt verbracht. Buchschlag war damals übrigens, sei am Rande erwähnt, gerade erst eigentlich 10 Jahre alt, denn das ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts als Jugendstilkolonie planmäßig entworfen worden. Und einer der ersten Bewohner war eben unsere Sammlerpersönlichkeit Dr. Hans-Jürgen Loos. Und er hat dann in der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt studiert, Wirtschaftswissenschaften und das auch mit einer Promotion abgeschlossen und wurde dann Chef des Rechnungswesens in der Frankfurter Metallgesellschaft. Die Metallgesellschaft zählte also zu den ganz großen Konzernen schon vor dem Krieg, aber auch nach dem Krieg. Und 1965 haben bereits mehr als 30.000 Mitarbeiter bei der Metallgesellschaft gearbeitet. Und der Konzern hat also mehr als 3 Milliarden D-Mark umgesetzt. Das war zu der damaligen Zeit, ist heute eine enorme Summe, aber damals unerhört. Und seit Mitte der 1970er Jahre hat Herr Dr. Loos angefangen, sich für Münzen und Medaillen zu interessieren. Das ist ja übrigens nicht so selten. Oft wird ja darüber gesprochen, dass Nachwuchs selten ist in unserem Fach. Und wenn ich mich so umsehe, sehe ich auch hier eher ältere Herrschaften, übrigens meistens Herren. Aber das war immer so. Also als ich das erste Mal mitgekommen bin mit meinen Eltern oder mehr eigentlich meinem Vater in die Gesellschaft, das war wahrscheinlich Anfang der 80er Jahre, da sah es ganz genauso aus. Und bevor man 50 Jahre alt ist oder 45 Jahre ist, hat man eigentlich weder die Zeit noch das Geld oder beides nicht, um sich mit unserem schönen Hobby intensiv auseinanderzusetzen. Dr. Loos wollte nicht eine vollständige Sammlung aller hessischen Gepräge zusammentragen, also jeden Jahrgang aller Albusstücke oder Taler, die es gibt, sondern ihm war daran gelegen, einen möglichst vollständigen Überblick über die hessische Münzgeschichte zu bieten. Er hat das Ganze als geprägte hessische Geschichte verstanden und hat selber auch in seinem akribisch geführten Münzverzeichnis in seinem Inventarbuch eine Art Vorwort verfasst, das wir auch im Katalog abgedruckt haben. Und das ist tituliert mit geprägte hessische Münzgeschichte. Und es war ihm wichtig, von den Anfängen, die in Hessen als eigenständige Prägung so um das Jahrtausend liegen, bis eigentlich bis zum Ende des Ersten Weltkrieges alles zusammenzutragen, was die Münzgeschichte nachzeichnet.
Wenn er Kataloge bekam, hat er sich immer darauf geworfen und hat als erstes die drei Fs studiert, nämlich Frankfurt, Friedberg und Fulda. Das waren seine wichtigsten Gebiete und das hat er also sofort gemacht, sobald der Katalog eingetroffen ist. Eine wichtige Hilfestellung war ihm diese Ihnen möglicherweise bereits bekannte Karte, auch eines Mitglieds der Frankfurter Numismatischen Gesellschaft, Major Arthur König, der 1955 im Hessischen Jahrbuch für Landesgeschichte diese sehr exakte, auch heute noch weitgehend exakte Karte aller bekannten hessischen Münzstätten publiziert hat. Weitere Grundlagen waren dann 2012, dass in seinen letzten Lebensjahren die kleine Münz- und Geldgeschichte von Hessen in Mittelalter und Neuzeit, die Niklot Klüsendorf 2012 herausgegeben hat. Diese kompakte Münzgeschichte auf ca. 100 Seiten hat eigentlich genau dem entsprochen, was Dr. Loos vorschwebte. Leider haben sich die beiden meines Wissens nicht gekannt. Aber das war genau das, was dort geschrieben steht, war eigentlich die Triebkraft oder die Triebfeder für die Sammeltätigkeit von Herrn Dr. Loos. Bevor dieses Buch von Herrn Klüsendorf kam, gab es natürlich neben allen weiteren Monographien vor allen Dingen einen Auktionskatalog, nämlich hier auch von einer Frankfurter Firma, von der Firma Dr. Peuss. Das war die Sammlung Fertsch, ein wirklich ausgezeichneter Bestand hessischer Münzen. Fertsch ist Ihnen vielleicht bekannt durch die Firma Fegro, Fertsch Großhandel. Das war also ein Friedberger Sammler, der in den 40er, 50er, 60er Jahren eigentlich eine sehr bedeutende Sammlung zusammengetragen hat. Und in diesem Katalog sind auch die Münzmeister benannt und die Münzstätten zugewiesen. Also das ist ein ausgezeichneter Katalog, der auch den Dr. Loos einen guten Leitfaden gegeben hat. Ich finde, dass der Katalog auch dazu einen Beleg liefert, dass eben dieser Dreiklang in der Numismatik wichtig ist, der immer wieder betont wird und auch in Bezug auf den Kongress in Frankfurt 2027 von dir vorhin genannt wurde, Frank, nämlich diese Zusammenarbeit, die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Münzenhandel, den Münzensammlern und den wissenschaftlichen Vertretern unseres Fachs, ob sie nun in Museen oder in den Universitäten beschäftigt sind. Diese Symbiose bringt immer wieder hervorragende Ergebnisse hervor und ich finde, dass dieser Katalog auch ein Beleg dafür ist. Nachdem ich jetzt den Herrn Dr. Loos etwas vorgestellt habe, möchte ich Ihnen eigentlich einfach einen Spaziergang durch diese Sammlung bieten und auf einzelne Münzen näher eingehen. Und wenn Sie zwischendurch Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Ich denke mal, das ist vielleicht bei der Fülle des Materials besser, als wenn wir das ans Ende stellen. Dann können wir natürlich auch noch Fragen machen. Das Münzrecht war ja ursprünglich ein königliches Recht, was nach und nach an einzelne Münzherren abgetreten wurde und verliehen wurde. Zunächst an die geistlichen Herren in Deutschland und dann später auch an die weltlichen. Es fing an bei den Karolingern im Jahr 833, als Ludwig der Fromme dem Kloster Corvey in Westfalen das Münzrecht verliehen hat. Und im hessischen Bereich gibt es die ersten bekannten Münzrechtsverleihungen im Jahr 1000 an das Kloster Helmershausen, im Jahr 1019 an das Kloster Fulda und im Jahr 1045 an das Kloster Seligenstadt. Von diesen drei eben genannten ersten hessischen mit Münzrecht berechtigten Ständen hat nur Fulda bekanntermaßen geprägt oder sind nur Münzen von Fulda auf uns übergekommen. Und gleichzeitig kennen wir aber auch Münzen der Abteien in Fritzlar und in Hersfeld, wobei uns da wiederum nicht die Münzrechtsverleihung bekannt ist. Also die ersten in Hessen münzprägenden Stände sind eben Fulda, Fritzlar und Hersfeld. Und ich möchte Ihnen hier einen Denar der Abtei Hersfeld vorführen. Leider sind diese frühen mittelalterlichen Stücke nicht unbedingt ein ästhetischer Hochgenuss, aber die sind eben hochbedeutend, weil sie den Anfang darstellen hier in unserem Gebiet. Also hier kann man mit etwas Fantasie in der Umschrift lesen, Hersefeldia.
Und auf der anderen, auf der Kreuze, das ist, und hier ist ein Kirchengebäude dargestellt mit drei Türmen und einer Balustrade. Und auf der anderen Seite ist das nach Kölner Vorbild und nach karolingischem Vorbild dargestellte Kreuz mit den Kugeln in den Winkeln. Und in etwas verkorkster Ausführung ist der Name des Münzherren genannt, nämlich Angerenando, was dann heute mit dem Abt Adelmann identifiziert wird. Also diese Münze ist Anfang des 12. Jahrhunderts geprägt und ist jetzt die früheste in diesem Teil der Sammlung los angebotene Münze. Und ganz ähnlich sehen eigentlich die entsprechenden Stücke auch in Fritzlar und in Fulda aus. Meistens ist das noch ein recht uniformes Münzbild auf kompakten kleinen Pfennigen, die ca. 1,6 bis 1,8 Gramm wiegen. Ja, gerne, gerne, Herr Russ. Ja. Ja. Nein, es gab es. Ja. Also die, bevor die Münzrechte verliehen wurden an die einzelnen Münzherren in Deutschland, war das Münzrecht ein königliches. Das heißt, es gab in karolingischer Zeit eine königliche Pfennige, die in den sogenannten Reichsmünzstätten geprägt worden sind, zum Beispiel in Frankfurt. Also insofern gab es natürlich vor dieser Münzrechtsverleihung schon hessische, in Hessen geprägte Münzen. Noch bedeutender ist die Münzprägung in Mainz gewesen. Und in den größeren karolingischen Königsorten gab es regelmäßig eben solche Reichsmünzstätten, in denen die Karolinger geprägt haben. Schon Pippin hat das gemacht und dann auch Karl der Große. Karl der Große hat dann eine enorme Münzreform durchgeführt. Und eigentlich bis zum Jahrtausend war das weitgehend in königlicher Hand, obwohl eben schon 833 das abgegeben wurde. Aber das ist dann äußerst selten, dass diese geistlichen Herren das wirklich in größerem Umfang betrieben haben. Aber auch ausländische Münzen sind auch umgelaufen, französische, italienische Münzen. Das war in dieser Zeit, war eigentlich ein, ich komme übrigens gleich dazu, ein reger Austausch da. Und diese Art von den zweiseitigen Pfennigen sind auch sehr weit gewandert, besonders in den Ostseeraum, im hansischen Handel und überhaupt in dem Handel mit dem Osten. Man nennt diese Zeit vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert die Periode des Fernhandelspfennigs, weil die meisten dieser Stücke eigentlich heutzutage in Schweden, im Baltikum, in Polen und in Russland und in Finnland rund um die Ostsee herum gefunden worden sind. Schweden ist insofern immer besonders interessant, weil die Statistiken da sehr genau geführt worden sind und schon sehr früh großflächige Projekte angelegt wurden, um das alles zu erfassen. Ich glaube, Frank, du warst auch damit eingebunden. In 1971 kannte man also 85.000 deutsche Münzen in schwedischen Schatzfunden. Und nur um Ihnen mal einen Eindruck oder eine Vorstellung zu geben, von der sehr produktiven Münzstätte Mainz waren von den 85.000 Stück 4.169 Stück enthalten. Und von allen drei genannten hessischen bekannten Münzstätten, Fritzlar, Fulda und Hersfeld, alle zusammen 81 Stück. Also das zeigt schon, dass diese frühen hessischen Münzen eigentlich Exoten waren, die zumindest nicht die gleiche Menge gehabt haben können wie die traditionellen Münzstätten, die schon zur königlicher Zeit oder in königlicher Hand waren. Ja, gerne. Ja, also das Nominal ist eigentlich immer ein Pfennig. Seltener gibt es mal den halben Pfennig und sogar den Viertelpfennig, aber in aller Regel ist das immer ein Pfennig und das bleibt auch so im Prinzip bis zum Jahr 1300 ungefähr. Der Pfennig war das durchgehende Nominal, wobei sich die Form, das werden wir jetzt gleich sehen, stark verändert hat dann nach kurzer Zeit. Diese Bezeichnung Fernhandelspfennig soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Pfennige natürlich auch hier lokal verwendet worden sind. Es gibt also auch bedeutende Schatzfunde solcher zweiseitigen schweren Pfennige hier in unserem Raum.
Als Beispiele seien genannt der Fund in der Michaeliskirche von Fulda, der ganz bedeutend war, und der Fund von Langenselbold. Das sind also jeweils Funde mit mehreren tausend Stück, wo genau geartete Pfennige vorhanden waren. Aber die große Masse von Funden ist eben rund um die Ostsee verteilt. Und in jüngerer Zeit ist eben auch im Baltikum und auch in Polen sehr viel Forschung dazu betrieben worden und viele Publikationen, sodass sich dieses Bild immer noch weiter verdichtet. Diese Periode des Fernhandelspfennigs, wie gesagt vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, wird dann abgelöst von der Periode des regionalen Pfennigs. Wir bleiben, wie gesagt, immer beim Pfennig als Nominal. Aber das ist auch ein Pfennig, ein sogenannter Brakteat. Eben hatten wir einen zweiseitigen Pfennig, der 1,76 Gramm ungefähr wiegt. Dies hier ist ein einseitig hauchdünnes Stück, was ungefähr 0,6, 0,7, ich habe es jetzt leider, stehen hier die Gewichte nicht dabei, aber 0,6, 0,7 Gramm wiegt. Im Katalog sind die Gewichte natürlich alle vermerkt. Das waren der Hintergrund dieser Stücke war eben eigentlich ein intensiverer Handel hier in den lokalen Handel auf den Märkten und in den Städten. Und in dieser Zeit dieser Brakteaten sind auch von der Bildhaftigkeit regelrechte Kunstwerke entstanden, wie ich finde. Also das hier, dieses Stück wurde von dem bekannten Numismatiker, übrigens auch ein Münzenhändler, Richard Getzens bezeichnet als eines der schönsten romanischen kleinen Kunstwerke, die Stempelschneidekunst erzeugt hat. Und ich glaube, dem kann man beipflichten. Es handelt sich hier also um einen Brakteaten des Grafen Kuno von Münzenberg. Die Münzenburg ist ja ganz bekannt, liegt in der Wetterau wie ein Tintenfass, gut sichtbar. Und dieser Kuno war nicht nur Graf von Münzenberg, sondern einer der bedeutendsten Beamten des Kaisers Barbarossa und seines Nachfolgers und hat es da weit gebracht und hatte eben auch eigentlich internationale Bedeutung. Diese Brakteaten kann man in verschiedene sogenannte Brakteatenlandschaften unterteilen, die sich von ihrer Bildhaftigkeit und auch von ihrem Münzfuß prägnant unterscheiden. Wir haben hier ein Exemplar aus der sogenannten Wetterauer Brakteatenlandschaft, die aber nicht nur die heutige Wetterau umfasst, sondern auch zum Beispiel Frankfurt und auch bis Seligenstadt und Aschaffenburg reicht. Das nennt man also das Wetterauer Währungsgebiet. In Hessen haben wir außerdem noch das Fulda-Hersfelder Brakteatengebiet, dann den Marburger Raum, da werden wir nachher noch ein paar Beispiele sehen, und dann Niederhessen mit Randzonen, das ist dann schon mehr nach Thüringen orientiert. Ein weiteres sehr schönes Beispiel, also alle diese Stücke, die ich Ihnen jetzt zeige, sind Bestandteil der Sammlung von Herrn Dr. Loos, und mir sei die kleine Bemerkung gestattet, dass wer möchte, das natürlich auch jedes Stück erwerben kann, wenn er sich dann nächste Woche beteiligt an unserer Auktion. Ja, pardon. Ja. Ja. Das habe ich so noch nicht empfunden. Ja. Herr Roos, habe ich so noch nicht empfunden, aber ich wollte tatsächlich auch noch was anderes sagen dazu. Also das ist ein Burggebäude, das meinen Sie wahrscheinlich? Könnte sein. Glaube ich ehrlich gesagt jetzt nicht, aber das kann natürlich sein. Bemerkenswert sind diese beiden Pflanzen, die hier zu sehen sind. Das sind nämlich die Minzenstängel, weil die Burg Münzenberg kommt ja nicht von Münzen, wie man glauben könnte, sondern von Minze, also wie Pfefferminze. Und das sind eben die beiden Minzenstängel, und dargestellt ist der Graf mit seinem Schwert und einem Schild. Auch natürlich ein Hinweis auf die Kreuzzüge, die sehr bedeutend waren in der Zeit. Natürlich könnte es durch die Kreuzzüge auch eine Anlehnung an die orientalischen Dinge geben, die der vielleicht in Süditalien gesehen hat. Aber da bin ich ehrlich gesagt etwas überfordert. Herr Berger winkt ab. Aber das müsste man weiter rausfinden. Also die Bildhaftigkeit der Brakteaten ist aus meiner Sicht enorm. Also das gehört für mich mit zu den schönsten Phänomenen überhaupt in der Numismatik. Die Wetterauer und Frankfurter Brakteaten sind besonders schön. Weitere sehr schöne Brakteaten hat der Harz hervorgebracht, und Magdeburg hat sicherlich die meisten Stücke erzeugt. Denn es gab zwei fiskalische
Phänomene, die mit den Brakteaten zusammenhängen. Das eine war der sogenannte Wechselzwang. Das heißt, es gab, man durfte eigentlich vor Ort immer an den Märkten nur das Geld benutzen, was auch dort geprägt wurde. Das heißt, die Teilnehmer wurden gezwungen, ihre Brakteaten umzutauschen. Und dabei hat natürlich immer wieder auch nicht zuletzt der Münzherr verdient. Und das zweite fiskalische bedeutende Instrument bei den Brakteaten war die sogenannte Münzverrufung. Das heißt, in regelmäßigen Abständen hat man gesagt, diese Stücke sind außer Kurs gesetzt und die dürft ihr nicht mehr benutzen, sondern ihr müsst andere nehmen. Und bei jedem dieser Wechsel wurde natürlich wieder an dem Schlagschatz verdient, nämlich der Differenz aus Edelmetallanteil und Kurswert. Ein weiteres Beispiel der Wetterauer Brakteatenkunst kommt aus der Reichsmünzstätte. Jetzt haben wir ein königliches Stück. Hier ist also, eben hatten wir ein Stück, was durch Münzrecht von Kuno von Münzenberg, der Graf von Münzenberg, erstanden war. Jetzt haben wir ein Stück von Kaiser Friedrich Barbarossa aus Gelnhausen in seiner Reichsmünzstätte geprägt. Gelnhausen ist ja auch eine ganz berühmte Pfalz anzusehen, Kaiserpfalz. Und hier ist er sehr schön dargestellt, sogar mit Namenszug, Frieder Imp, also Friedericus Imperator, und er selber ist hier zu sehen, und rechts seine Gemahlin, die Kaiserin Beatrix, mit einem Lilienzepter. Finde ich auch ein tolles Stück. Es gibt von Gelnhausen eine ganze Reihe von Brakteaten. Gibt es dann mit anderen eins mit so einem Kreis und Reichsapfel, also verschiedene Ausführungen. Einer der Münzherren, die besonders stark diese Münzverrufung betrieben haben und deswegen eine große Vielfalt an verschiedenen Brakteaten hervorgebracht hat, ist der Abt Johann von Hersfeld. Und seine Erzeugnisse finde ich auch wunderbar. Sie sehen hier die Umschrift auch mit etwas Fantasie: Johannes Hersfeld. Darum, und dann ist der Abt zu sehen mit dem Krummstab und einem Buch. Zwischen zwei Turmdarstellungen kniet er hier, und ich finde das einfach wirklich, wirklich ein tolles Stück. Das ist jetzt nicht mehr das Wetterauer Währungsgebiet, sondern das sogenannte Fulda-Hersfelder Brakteatengebiet. Die Stücke sind etwas größer und haben auch einen breiteren Rand. Bitte. Ja, das ist eine Frage, die ist für mich schwer zu beantworten. Das ist immer eine ganz knifflige Sache mit der Kaufkraft. Bin ich ehrlich gesagt überfragt, Herr Böhm. Es war, also nach meinem Gefühl, ich gucke ein bisschen fragend auch Herrn Berger an, war das nicht wenig Geld. Ja? Also das war schon, das war kein Kleingeld. Ja? Aber ich wüsste nicht, dass es wirklich klare, quellenmäßige Überlieferungen dazu gibt. Gibt es nicht. Nee. Wir kommen jetzt in die Landgrafschaft Thüringen und haben hier einen Münzherren, der für die Geschichte der hessischen Landgrafen sehr wichtig ist. Das ist nämlich Ludwig IV. Von Hessen-Thüringen müsste es eigentlich ganz korrekt heißen. Das war nämlich der Gemahl der Elisabeth von Ungarn. Der Ludwig ist auf einem Kreuzzug 1227 in Otranto in Pulien verstorben an einer Fieberkrankheit und hat dann seine Witwe, die Elisabeth, hinterlassen, die ja bekanntlich sehr stark in der Armen- und Krankenfürsorge tätig war. Und die Regierung hat der Bruder von Ludwig übernommen, nämlich Heinrich Raspe, als Vormund für seinen Neffen, für den Hermann. Das war der Sohn von Ludwig. Und das gab also relativ schnell einen Konflikt und Ärger. Und die Elisabeth hat sich dann mit ihren drei Kindern nach Marburg zurückgezogen, von der Wartburg aus. Und ist dort eigentlich dann, hat sich dann komplett wohltätigen Zwecken gewidmet. Und wurde dann ja nach ihrem Tod 1231, einige Jahre später, heilig gesprochen und ist ja heute eine der großen Heiligen, die einen deutschen Hintergrund haben.
der Konflikt zwischen Heinrich Raspe und der Elisabeth hat dann dazu geführt, als Heinrich Raspe kinderlos gestorben ist, dass die Tochter von Elisabeth, die Sophia von Brabant, die hat also einen Grafen von Brabant geheiratet hat, die hat die Herrschaft in Hessen an sich gezogen und sich dann auch in einem Konflikt mit der Verwandtschaft von Heinrich Raspe und mit den Meißner Markgrafen durchgesetzt und hat eigentlich dann, ist die Stammmutter der hessischen Landgrafen, wenn man so will. Die heilige Elisabeth und eben ihre Tochter Sophia. Und hier haben wir einen Denar, es ist jetzt wieder ein zweiseitiger Denar, kein Brakteat, sondern ein zweiseitiger Denar. Wieder leider kein ästhetischer Hochgenuss im Gegensatz zu den Brakteaten. Aber die Umschrift lautet, ich sage es mal, weil man es nicht lesen kann, Sophia Duzissa, also Herzogin Sophia, D-U-C kann man noch einigermaßen lesen. Und auf der anderen Seite ist die Münzstätte bezeichnet, nämlich Mareborg, also Marburg. Und der hessische Löwe ist drauf zu sehen. Dieser Konflikt mit den Meißner Markgrafen um die Vorherrschaft in Hessen konnte sich dann 1263 endgültig für den Sohn von Sophia durchsetzen, nämlich Heinrich I., der dann auch als erster männlicher hessischer Landgraf gilt. Hier ist noch ein Denar von der Sophia von Brabant zusammen mit ihrem Sohn, dem Heinrich I. Und auch hier ist die Umschrift kaum zu lesen. Ich lese sie einfach mal vor. Vorne steht drauf um die Herzogin herum Sophia Duzissa wiederum und auf der anderen Seite steht Noneta in Gro und damit ist Grünberg gemeint, also die Münzstätte Grünberg. Und Sophia ist dargestellt mit einem Lilienzepter und einem Reichsapfel und ihr Sohn Heinrich hat ein Schwert und eine Fahne in der Hand. Alles schwer zu erkennen, aber so ist das eben leider bei diesen Denaren. Ja? Ja, Denar ist ja eigentlich die römische Silbereinheit gewesen. Denar, also Pfennig ist eigentlich ein Oberbegriff für sämtliche Erscheinungsformen. Brakteat ist ein Begriff, der eigentlich, glaube ich, erst im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, im 18. Jahrhundert aufgekommen ist in der Münzforschung. Und Denar ist eigentlich gleichbedeutend mit Pfennig, wobei wir, also bei Künker und auch sonst eigentlich versuchen immer mit Denar diese schwereren zweiseitigen Pfennige zu bezeichnen, um die vor allen Dingen von den Brakteaten zu unterscheiden. Hier könnte man genauso gut Pfennig Grünberg schreiben. Man könnte nicht Brakteat schreiben, weil Brakteat ist vorbehalten für diese hauchdünnen Stücke. Jetzt kommen wir in den Marburger Brakteatenraum, ein Stück von Heinrich I., kennzeichnend für diese Marburger Brakteaten oder dieses Marburger Brakteatenraums ist dieser dicke Wulstrand mit diesen auffälligen Kugeln. Da haben wir hier ein schönes Stück mit einem Löwen und ein weiteres Stück, wo eben der Heinrich sitzt in einem, ja wieder in so einem Architekturgebilde über einer Balustrade. Aber dieser Wulstrand mit den dicken Perlen ist eben ganz typisch und die Brakteaten Marburger Typs wurden auch in Amöneburg, in Wetter, in verschiedenen Gegenden rund um Marbiedenkopf hergestellt. Eine große Innovation nach diesen ganzen Pfennigen war dann im 14. und 15. Jahrhundert zwei andere Nominale, denn der Pfennig hat irgendwann nicht mehr ausgereicht für die Bedürfnisse des Geldverkehrs. Und dann sind Goldmünzen ins Bild getreten und größere Silbermünzen, die sogenannten Groschen. Die Goldgulden sind zunächst aus Italien gekommen, da ist um 1252 gleichzeitig in Genua und in Florenz die Goldprägung entstanden mit dem Goldgulden aus Florenz vor allen Dingen, der sich dann durchgesetzt hat. Und ungefähr 10 Jahre später, um 1266, ist in Frankreich, wurde damit angefangen, ein 12-Pfennigstück zu prägen. Was man dann, und das ging los in der Stadt Tours an der Loire, und der wurde Gros Tournois genannt, und auf Deutsch hieß das dann schnell Tournose eingedeutscht, also ein Groschen nach Tourer Art sozusagen. Und dieses 12, das war kein Zufall, denn die Rechenwährung
die schon seit karolingischer Zeit bestand, waren eben, dass 12 Pfennige ein Schilling war und 20 Schillinge ein karolingisches Pfund. Und dieser Gros Tournois war im Prinzip die Verkörperung des vorher bestandenen Zählschillings. Also dieser Schilling hat vorher nur in den Rechnungen bestanden. Wenn Sie in eine Rechnung, eine Abrechnung, einen Vertrag geschlossen haben, dann stand meinetwegen drin 3 Pfund, 2 Schillinge und 8 Denare. Damit war dann klar, was gemeint war. Aber der Schilling wurde nie ausgeprägt, sondern das geschah dann erst ab 1266 eben in Tours. Und diese numismatischen Innovationen sind dann sehr schnell in Europa, haben sich sehr schnell in Europa ausgebreitet. Einerseits das Gold und aber auch der Groschen. Um 1300 wurden in Böhmen die Prager Groschen geprägt in großen Mengen und ab 1338 in den sächsischen Gebieten die sogenannten Meißner Groschen. Und aufgrund der Meißner Groschen oder auf Grundlage der Meißner Groschen ist dann auch in Hessen mit der Groschenprägung begonnen worden, zumal ja auch verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Meißen und Hessen durch die Thüringer Geschichte bestanden. Und dann haben wir hier einen der frühen hessischen Groschen, einen sogenannten Kronengroschen des Landgrafen Ludwig I. Es ist jetzt ein bisschen undeutlich zu sehen, weil hier zu allem Überfluss auch noch die Stadt Braunschweig einen Gegenstempel draufgehauen hat, auf die eine Seite. Aber hier ist der hessische Löwenschild zu sehen. Wenn Sie sich dieses Ding hier wegdenken, guckt der Löwe nach links und hat eine kleine Krone drüber. Und auf der anderen Seite ist nochmal der Löwe in so einem Vierpass mit 4 Kronen. Und die Umschrift lautet Ludovicus dei Gratia Landgraf. Und auf der anderen Seite steht Grossus Landgravi Hassie, also Groschen des Landgrafen von Hessen. Begleitet wurden diese größeren Münzen weiterhin von kleinen Pfennigen, wie diesem Exemplar hier. Die wurden aber immer kleiner und eigentlich noch, sagen wir mal, geringer im Wert im Vergleich zu den früheren Pfennigen. Hier ist ein Pfennig des Landgrafen Ludwig II. Mit dem Hinweis auf die Münzstätte Kassel, ein gotisches C, und dem Wappen von Ziegenhain. Während sich in der ersten Zeit die Hessen an der sächsischen Münzprägung orientiert haben, hat sich das im Laufe des 15. Jahrhunderts mehr dem rheinischen Münzwesen angeschlossen, wobei möglicherweise auch der Erbfall der Grafschaft Katzenelnbogen im Jahr 1479 eine Rolle gespielt hat. Also durch diese kleine Grafschaft Katzenelnbogen sind die Landgrafen von Hessen in den Genuss eigentlich der Rheinzölle gekommen und auch an den Rhein gelangt, was fiskalisch eine ganz wichtige Entwicklung war. Sie haben hier ein Exemplar, was ganz nach dem rheinischen Vorbild gestaltet ist. Vorne ist der heilige Petrus zu sehen mit dem Kreuzzepter und dem Schlüssel. Und auf der anderen Seite ein sogenannter Dreipass. In den Ecken finden Sie normalerweise die Wappen der Vertragspartner des Rheinischen Münzvereines. Aber hier sehen Sie in der Mitte eben den gespaltenen Schild von Hessen und von Ziegenhain, wieder mit dem einen Stern. Und dann oben in den beiden Ecken links den Löwen von Katzenelnbogen und rechts das Schild mit den 2 Sternen ist der von Nidda hier in der Wetterau. Und die Umschrift heißt vorne Heinrich Dei Gratia Landgraf und auf der anderen Seite steht dann Moneta Nova Kassel, also Münzstätte Kassel. Nee, Quatsch, Unsinn, Moneta Nova Hassi und die Münzstätte ist unklar. Die weitere Innovation mit den Goldgulden wurde in Hessen auch umgesetzt und dazu spielte eine große Rolle, dass Landgraf Wilhelm II. Im Jahr 1503 von König Maximilian I. mit dem Privileg versehen wurde, Goldmünzen zu prägen. Das war nochmal eine besondere Art von Münzrecht. Im Prinzip kann man das fast wie eine parallele Entwicklung zu der ursprünglichen Verleihung des Münzrechts sehen, dass nochmal gesondert das Goldmünzenrecht, das Goldmünzenprivileg verliehen wurde.
Und das geschah eben 1503 durch König Maximilian I. Eigentlich stand das zunächst nur den Kurfürsten zu, Goldmünzen zu prägen. Und hier haben wir ein tolles Exemplar von 1506, auf dem die heilige Elisabeth als Stammmutter des hessischen Landgrafengeschlechts dargestellt wird mit der Elisabethkirche, die ja bei ihrer Heiligsprechung wurde also angefangen in Marburg die Elisabethkirche zu bauen, die eigentlich als Inbegriff der Gotik heute gilt. Und sie haben also vorne das Wappen wieder in der Mitte Hessen, links Ziegenhain, rechts Nidda, oben Katzenellenbogen und unten eine weitere Grafschaft, die geerbt wurde, nämlich Dietz. Und auf der anderen Seite die heilige Elisabeth mit dem Kirchenmodell aus Marburg und zu ihren Füßen einen Bettler, der eben bei ihr ist. Und vorne steht drauf Wilhelm D.G., Landgraf Haß, Wilhelm von Gottes Gnaden, Landgraf von Hessen. Und auf der anderen Seite steht drauf Deum Solum Adorabis, also ich werde nur den Gott bewundern. Eine weitere Innovation neben diesen Goldmünzen war dann im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit, übrigens hier schön sichtbar an der noch gotischen Umschrift. Wir sind also im absoluten Spätmittelalter. Und jetzt kommt eine Innovation, nämlich eine große Silbermünze, der sogenannte Taler, der eigentlich ursprünglich in Tirol erstmals geprägt wurde, 1486. Und dann über Sachsen und über Böhmen in ganz Deutschlands Einzug gehalten hat. Und einer der ersten Exemplare ist in Hessen entstanden. Und da kommen wir zu einem weiteren Leitfaden für die Sammlung von Herrn Dr. Loos, nämlich das Buch von unserem Kollegen Herrn Müller, was im Jahr 2019 entstanden ist, leider nach dem Ableben. Aber ich habe von Ihnen gehört, dass Sie viel mit ihm zusammengearbeitet haben. Und dieser Taler, der hier vorne drauf ist, ist es, glaube ich, nicht das Exemplar von Herrn Dr. Loos, aber das ist in der Sammlung auch enthalten. Und das möchte ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist der erste hessische Taler und überhaupt einer der ersten Taler von Deutschland überhaupt mit Datum. Etwas früher sind noch die Klappmützentaler von Sachsen zu sehen. Aber wir haben hier vorne, also oder auf der Rückseite, wieder die heilige Elisabeth mit dem Kirchenmodell und der Umschrift Gloria Rei Publicae, also die Elisabeth ist der Ruhm des Staates, und auf der Hauptseite Wilhelmus D.G. Landgravius Hassi, Wilhelm von Gottes Gnaden, Landgraf von Hessen. Ja, also der Taler wog ungefähr knapp 30 Gramm, 29 Gramm. Das war also wirklich eine schwere Münze und sollte in dieser Zeit eigentlich äquivalent sein zum Goldgulden. Also das war ursprünglich, Gulden und der Taler hieß eigentlich silberner Guldengroschen. Also das war ursprünglich ein Äquivalent, hat sich dann aber sehr schnell auseinanderentwickelt. Und das Verhältnis zwischen Gold und Silber ist eigentlich einer der wesentlichen Anknüpfungspunkte überhaupt in der Numismatik. Der wurde immer wieder neu definiert und festgelegt. Und auch das Verhältnis des Talers zum das Verhältnis des Talers zur Gewichtseinheit der kölnischen Mark. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das Verhältnis zum Groschen hat sich auch immer geändert in verschiedenen Zeiten. Zum Schluss war eigentlich ein Taler immer 24 Groschen wert. Aber es gab in Hessen dann besondere Arten von Groschen, zum Teil war es 36 Groschen. Das änderte sich. In der Folgezeit hat sich Hessen immer wieder auch an Sachsen orientiert. So zum Beispiel Philipp der Großmütige, der bekannte Landgraf, einer der Vorkämpfer der Reformation. Und hier haben Sie eine Münze, die man auf den ersten Blick eigentlich als sächsische Münze erkennen würde, nämlich den sogenannten Schreckenberger mit dem Engel. Aber der Engel hält nicht den sächsischen Kurschwerter, sondern eben den hessischen Wappenschild. Und die Umschrift sagt Philipp D.G., Landgraf von Hessen. Und auf der anderen Seite ist nochmal beschrieben Moneta Nova Argentia, also neue Münze, Terrene Hassi, also von hessischem Land.
Weitere, jetzt möchte ich Ihnen einige besonders schöne und interessante Taler aus der Sammlung von Herrn Dr. Loos vorstellen. Das ist ein historisch interessantes Stück, nämlich ein sogenannter schmalkaldischer Bundestaler. Philipp der Großmütige, haben wir gerade ja schon bei dem Schreckenberger gesehen, war einer der Vorkämpfer des Protestantismus und im Jahr 1542 begann die Prägung der sogenannten schmalkaldischen Bundestaler. Das heißt, da haben sich der hessische Landgraf und der sächsische Kurfürst zusammengeschlossen und haben eine Gemeinschaftsmünze geprägt. Vorne haben sie also Philipp DG Landgraf von Hessen. Jetzt kommen die Titulaturen dazu, die wir sonst immer nur in den Wappen gesehen haben. Katzenellenbogen, Dietz, Ziegenhain und Nidda. Nach dem Tod von Philipp dem Großmütigen gab es die größte Teilung oder die wesentlichste Teilung in der hessischen Geschichte. Hessen wurde nämlich unter seinen vier Söhnen aufgeteilt und es entstanden die Linien Kassel, Darmstadt, Marburg und Rheinfels. Und hier haben wir ein Exemplar des Landgrafen von Marburg, Ludwig IV., einen dicken Doppeltaler von 1595 mit seiner Devise »Ich getraue Gott in aller Not«. Auf der Rückseite. Und vorne ist wieder der Titel von Katzenellenbogen besonders hervorgehoben. Dieser Landgraf Ludwig IV. Starb 1604 ohne Kinder zu hinterlassen und das hat dann eine der größten Auseinandersetzungen hervorgerufen zwischen den Linien Kassel und Darmstadt, die sich beide um die Nachfolge bemüht hatten und erst im Dreißigjährigen Krieg konnte ein Kompromiss gefunden werden, in dem das Marburger Gebiet zwischen beiden Linien aufgeteilt wurde. Ein besonders schönes Exemplar ist dieser doppelte Weidenbaumtaler des Landgrafen Wilhelm V. mit dem hessischen Löwen vorn und hinten dem Weidenbaum, der eigentlich ein Palmbaum sein soll und symbolisieren soll, dass der Landgraf in den Kriegszeiten des Dreißigjährigen Kriegs und auch in der Auseinandersetzung mit Darmstadt um Marburg immer bestehen bleibt, obwohl er von allen Winden und Unwettern malträtiert wird. Und seine Devise steht auch auf der Rückseite um den Weidenbaum: Jehova volente humilis levabor. So Gott will, werde ich aus meiner Niedrigkeit erhöht werden. Oben ist der Name Gottes in hebräischer Schrift zu sehen. Und auf der anderen Seite steht noch eine weitere Devise, nämlich Fata consiliis potiora, das Schicksal ist mächtiger als die Pläne. In der Goldprägung kann man auch eine Entwicklung sehen. Jetzt haben wir einen Barockdukaten von Friedrich I. Der hat Karriere gemacht und wurde sogar König in Schweden, weil er nämlich die Erbin des schwedischen Thrones geheiratet hatte, die Ulrika Eleonora. Und insofern kann man auch daran wieder erkennen, dass die dynastischen Besonderheiten in der Numismatik besonders gut sichtbar werden, denn Sie sehen hier das schwedische Wappen mit den drei Kronen und in der Mitte den hessischen Schild. Das finde ich also ein sehr schönes Beispiel. Diese Münze wird eigentlich gleichermaßen in Schweden wie in Deutschland gesammelt. Dann ein weiteres Exemplar von Landgraf Friedrich II. Von Hessen-Kassel. Das ist ein besonders schöner Dukat, der nämlich aus Flussgold der Eder geprägt worden ist. Die sogenannten Flussgold-Dukaten sind eine ganz eigene Gattung der deutschen Münzen. Da waren die Fürsten und die Münzherren besonders stolz drauf, wenn es in ihren Territorien eigenes Silber oder Gold gab. Und es hing auch damit zusammen, dass, glaube ich, das Münzrecht für die Goldmünzen, was den Hessen ja, wie vorhin gesagt, verliehen worden ist, aber auch darauf beruhen kann, dass man im eigenen Territorium Gold hatte. Also das berechtigte auch dazu, Goldmünzen zu prägen. Und Sie haben hier ein herrliches Barockporträt von Landgraf Friedrich II., der übrigens bekannt geworden ist, weil er seine Soldaten in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg vermietet hat. Und
Meistens sind die natürlich leider nicht wiedergekommen, aber das hat ihm selber einen enormen Reichtum beschert, der dann auch seinen Nachkommen überlassen wurde. Und das machte dieses Kasseler Fürstenhaus eigentlich zu einem der reichsten Häuser überhaupt im Alten Reich. Vorne sehen Sie die Titulatur Friederikus II. Von Gottes Gnaden wieder, De Gratia Landgraf von Hessen und Graf von Hanau. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Diesen Titel hat er nur als Titel führen dürfen. Er selber durfte nicht Graf von Hanau sein, sondern das war sein Sohn aus bestimmten Gründen. Da komme ich aber später dazu. Und auf der anderen Seite steht die Umschrift SIC, Fulgent Littora Adrane Auri Flue. Also so glänzen die Ufer des goldführenden Flusses. Und dann ist der Flussgott der Eder zu sehen mit einer kleinen Landschaft und einer Burg. 1775. Eine weitere bekannte Münze von Hessen ist dieser Taler mit der Darstellung des Sterns, auch von demselben Regenten Friedrich II., der auch in einem ganz eigenen Münzfuß geprägt wurde, der etwas leichter ist als die sonst üblichen preußischen Münzfüße oder natürlich der Konventionsfuß. Das ist also ein 13 1/3 Fuß. Mit Münzfuß bezeichnet man das Verhältnis der Anzahl von Talern zu der feinen Mark, wobei die feine Mark eine Gewichtseinheit ist, die festgestellt wurde um ungefähr 233 Gramm, also 13 Stücke davon sind in etwa eine feine Mark. Und dieser Taler hat aber eine besondere Bewandtnis, denn der wurde wiederum aufgegriffen in Grimms Märchen, die ja im Bereich von Kassel entstanden sind. Und das ist der sogenannte Sterntaler, der bekannt ist durch das Märchen von dem Mädchen, was alles verliert und dann durch die Sterntaler, die aus dem Himmel herausregnen, wieder zu Besitz kommt. Jetzt möchte ich Ihnen noch einige andere Taler zeigen aus verschiedenen hessischen Gebieten. Sie haben hier ein herrliches Beispiel aus der Abtei Fulda, ein Taler des Abtes Placidius von Droste, der seine ganze Titulatur hier vorstellt. Er war auch Erzkanzler der Kaiserin und Primas in Germanien und Gallien. Das ist hier alles erwähnt, Germania et Gallia Primas. Und auf der anderen Seite sein Wahlspruch Pietate et Constantia, also durch Frömmigkeit und Beständigkeit. Und sein Familienwappen ist hier zu sehen, das ist der Droste und dann das Fulda-Kreuz für die Abtei Fulda. Ein weiterer sehr schöner Dukat ist von dem Abt Fulda auf die 1000-Jahr-Feier der Abtei geprägt worden, Amandus von Buseck. Vorne wieder Amandus, DG von Gottes Gnaden, des Heiligen Römischen Reiches, Sacri Romani Imperii, Fürst und Abt von Fulda. Und auf der anderen Seite steht geschrieben, dass Fulda in 10 Jahrhunderten glorreich feiert, von 1744. Oben das Fulda-Kreuz in einem Strahlenkranz. Münzen waren ja immer in der älteren Zeit immer auch ein wichtiges Medium, um Nachrichten weiterzutragen und Werbung zu machen. Und dies hier war sicherlich für Fulda ein ganz wichtiges Ereignis, 1744, die 1000-Jahr-Feier. Dann kommt ein sehr hübsches Exemplar aus Hanau, ein Taler des Grafen Philipp Reinhardt. Vorne also die Titulatur von Philipp Reinhardt mit Bezug auch zu zwei Brücken und dann steht da Münze und auf der anderen Seite die Stadtansicht von Hanau über dem gekrönten Wappen von Hanau und die Jahreszahl 1695 und ein Engel trägt hier auch das Schriftband mit Hanau aus den Wolken heraus. Finde ich einer der schönsten Barocktaler, die es überhaupt gibt. Und dann ein weiteres Stück von Hanau. Ich hatte eben schon erwähnt, dass Friedrich II., von dem ich den Edergold-Dukat gezeigt hatte und den Sterntaler, nicht Graf von Hanau sein durfte. Und das lag daran, dass er
heimlich zum Katholizismus konvertiert war, weil er sich nämlich sehr gut mit Bischof Clemens August von Münster und Köln verstanden hatte. Und das wurde ihm im protestantischen Kassel sehr übel genommen. Und als Strafe hat ihn als erstes mal seine Gattin verlassen und ist mit den Kindern weggegangen und hat sich scheiden lassen. Und Friedrich II. Durfte also auch, das hatte sein Vater dann noch verfügt, nicht in Hanau nachfolgen als Graf. Hanau war inzwischen an, muss ich dazu sagen, war inzwischen an die Landgrafen von Hessen-Kassel gefallen. Und die Gemahlin Maria hat dann als Vormünderin für ihren noch minderjährigen Sohn Wilhelm IX., den nächsten Landgrafen, die Regierung in Hanau geführt und hat noch im Jahr der Volljährigkeit kurz zuvor sich selbst nochmal sich in diesem herrlichen Taler verewigt, wo dann in der Titulatur eben steht, Maria von Gottes Gnaden, Landgräfin von Hessen, geborene Prinzessin von Großbritannien, Frankreich und Irland. Das war ja der Anspruch, den die Engländer immer noch auf ihre Münzen gesetzt hatten. Und dann Vormünderin der Grafschaft Hanau und Verwalterin der Grafschaft Hanau. Und dann ist hier der Münzmeister Johann Jakob Enke genannt. Und auf der anderen Seite haben sie die herrlichen Wappen von Hessen mit den einzelnen Bestandteilen. Inzwischen ist auch die Abtei Hersfeld in das hessische Wappen noch mit reingekommen. Die anderen hatten wir alle schon gesagt, Dietz und Ziegenhain und Nidda und Schaumburg. Und auf der anderen Seite ist dann das Wappen von England zu sehen, weil die Maria eben eine Prinzessin aus England war. Auch ein sehr seltenes Stück und mit Bezug, eben hatte ich von den Münzfüßen gesprochen und immer die Beziehung der Taler zum Gewicht der feinen Mark. Hier ist es ausdrücklich geschrieben, 10 Stück von diesem Taler sind eine feine Mark. Das war damals ein fester Begriff, so wie wir heute das Kilo kennen und das Pfund kannte, wusste man damals die feine Mark. Das war ungefähr ein halbes Pfund oder etwas weniger und 10 Stücke von diesem Taler haben so viel Silber enthalten, wie eine feine Mark ausmacht. Ich hatte Ihnen ja versprochen, auch wenigstens 2 Frankfurter Münzen vorzuführen. Dies ist eine davon, aber nicht richtig Frankfurt, sondern das ist eine Münze, die in Rödelheim geprägt worden ist, nämlich von den Grafen von Solms-Rödelheim. Und in der Vorderseitentitulatur des Halbtalers ist zu lesen Moneta Nova Argentea, Rödelheim, Grafen von Solms. Und auf der anderen Seite ist diese Münze, die sogar korrekt nach den Vorschriften der Reichsmünzordnung ausgebracht ist, nämlich auf der Vorderseite das Bild des Landesherren und auf der Rückseite der Reichsadler und die Umschrift des Kaisers ist der Kaiser genannt, Leopold von Gottes Gnaden, römischer Kaiser und immerwährender Augustus. Das ist also ein Halbtaler aus dem Jahr 1658. Die Jahreszahl ist hier neben dem Wappen versteckt und ist auch eine der ganz großen hessischen Raritäten. Ein weiteres Beispiel für einen Taler aus der Grafschaft Waldeck von 1653, auch sehr schön finde ich, mit der Palme, die durch den Stein beschwert ist. Muss ich mal weiterblättern. Und in der Umschrift ist es auch noch erklärt, Palma sui pondere crescit, also die Palme wächst sogar unter dem Gewicht dieses Steines, den da einer reingelegt hat. 1653 und auf der anderen Seite ist die Titulatur des Münzherren Georg Fried oder der Münzherren, das sind mehrere Brüder, Georg Friedrich, Johann und Wolrat, Graf auf Deutsch Graf zu Waldeck. Und der Waldecker Stern in der Mitte des Wappens. Ein weiterer Konventionstaler ist dieses Stück, der schon praktisch das Ende des Alten Reiches bedeutet. Das Alte Reich ist ja 1806 beendet worden durch den, kommt dieses unförmige Wort, Reichsdeputationshauptschluss, als ja der Kaiser Franz II. Die Krone niedergelegt hat, um zu verhindern, dass Napoleon die sich aufsetzt. Und dann kam die Franzosenzeit, auch hier in Hessen. Und Napoleon hat seinen jüngeren Bruder Hieronymus Napoleon in Kassel intronisiert und ihm ein eigenes kleines Königreich geschaffen,
was also das komplette Nordhessen bedeckt hat, aber auch bis Osnabrück beispielsweise gereicht hat und bis Halle an der Saale. Also das war ein großflächiges Gebiet und hier ist nochmal ganz prominent auf den Konventionsfuß Bezug genommen. 10 Stück davon sind eine feine Mark, 1812 aus der Münzstätte Kassel. In dieser Zeit des 19. Jahrhunderts ist die Anzahl der Münzstätten und überhaupt Staaten dann rapide zusammengeschmolzen. Nach dieser Zeit, hier nach dem Wiener Kongress, waren überhaupt nur noch 8 Staaten auf dem Gebiet des heutigen Hessens übrig. Und nach 1866, als die Preußen zum Beispiel Frankfurt, aber auch Kurhessen annektiert hatten, blieben als prägende Staaten nur noch Waldeck und Hessen-Darmstadt übrig. In dieser Franzosenzeit ist der Kurfürst Wilhelm IX., für den vorhin die Maria, die Vormünderin war, ins Exil gegangen und hat sein gesamtes Vermögen, was noch aus diesem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg entstanden war, dem Bankier Rothschild hier in Frankfurt anvertraut. Und Bankier Rothschild ist damit so gut umgegangen, dass er zum Schluss nicht nur sein Geld wiederbekommen hat, sondern auch eine Menge Zinsen dazu. Und das war eigentlich der Anfang des Erfolges des Bankhauses Rothschild. Dieser Konventionstaler von Hieronymus Napoleon war eigentlich nur eine Übergangslösung, denn es sollte die beste und unveränderlichste Währung eingeführt werden in Westfalen und in Deutschland, die es nämlich überhaupt gibt, nämlich den französischen Franken zu 100 Centimes. Und das wurde dann auch bald gemacht. Hier haben Sie ein 20-Franken-Stück. Es wurden extra damals Prägestempel aus Paris hier hingeliefert nach Kassel, um dieses Stück zu prägen. Und man muss tatsächlich zugeben, dass das natürlich sehr viel moderner war als die deutsche Münzprägung. Sie haben hier das 20-Franken-Stück mit dem Münzstättenzeichen von Kassel und das dazugehörige 5-Franken-Stück. Und die sind natürlich genau wertgleich mit den 5-Franken-Stücken von Frankreich und haben die gleiche Größe und das gleiche Gewicht. König von Westfalen, das war dieser Kunststaat, der natürlich dann auch nur 6 Jahre existiert hat, nachdem dieser König Lustig, wie er genannt wurde, abgesetzt worden war, hörte der auch der ganze Staat auf und Wilhelm IX. Wurde wieder in sein Amt eingeführt. Es steht drauf König von Westfalen und Prinz von Frankreich. Die Zeit des Jahrhunderts des 19. Jahrhunderts war das Jahrhundert der großen Veränderungen und der Modernisierung, auch im Münzwesen und im Gewichtswesen und bei den Maßen. Und da wir in Deutschland ja ein solches Durcheinander hatten von verschiedenen Währungsgebieten, kann man sagen, dass im 19. Jahrhundert eigentlich die Vereinheitlichung auch geschafft wurde. Grundsätzlich kann man sagen, dass in Norddeutschland das Thalergebiet war und in Süddeutschland das Guldengebiet. Und die Schaffung des Deutschen Zollvereins 1834 hat maßgeblich dazu beigetragen, alles etwas zu vereinheitlichen. Die süddeutschen Zollvereinsstaaten haben mit dem Münchner Münzvertrag von 1837 geschafft, die Gulden zumindest vom Münzbild her zu vereinheitlichen. Und ein Jahr später konnte 1838 mit der Münzkonvention zu Dresden ein Gemeinschaftsnominal geschaffen werden von süddeutscher und norddeutscher Währung. Und das ist dieses Stück hier. Das hat 2 Wertangaben, nämlich 2 Taler und gleichzeitig 3,5 Gulden und war somit in Norddeutschland 2 Taler wert und in Süddeutschland 3,5 Gulden. Dadurch, dass diese, und unten steht auch nochmal wieder der Bezug zur feinen Mark, 7 Stück davon sollten eine feine Mark, so viel Silber enthalten, wie in einer feinen Mark drin sind. Dadurch, dass dieses Brückennominal und dieser dieses Gemeinschaftsstück so groß und schwergewichtig war und eigentlich zu wertvoll, hat man es im Volksmund dann Champagnertaler genannt, weil man dafür eine Flasche Champagner kriegen konnte. Jetzt mal etwas schneller gehen. Hier ist noch ein weiteres Beispiel für so eine Champagnermünze, nämlich von den Grafen zu Waldeck, Georg Heinrich von den Fürsten inzwischen zu Waldeck, sind gefürstet worden. Und Pyrmont ist auch dazu gekommen, Georg Heinrich, Fürst zu Waldeck und Pyrmont. Und auf der anderen Seite haben Sie oben Vereinsmünze, unten wieder die beiden Nominale, 2 Taler gleich 3,5 Gulden
1842 und unten wieder der Verweis auf die feine Mark, 7 Stück, eine feine Mark. Das war die Vorschrift im Dresdner Münzvertrag, dass all diese Komponenten auf den jeweiligen Münzen zu nennen waren. Eine weitere Entwicklung, jetzt bitte ich Sie, die Unterschrift nicht zu beachten, weil die ist hier leider fehlerhaft. Eine weitere Entwicklung war dann der Münzvertrag von Wien 1857, wo diese feine Mark abgelöst wurde vom Zollpfund zu 500 Gramm. Und Sie haben hier noch ein Beispiel aus der Zeit des Vereins Thalers. Dann wurde ein etwas gängigeres Nominal gefunden, was überall geprägt wurde, nämlich nicht mehr der Vereinsdoppeltaler wie eben, sondern der einfache Vereinstaler. Und es wird dann Bezug genommen, ein Vereinstaler, 30 Stück, ein Pfund fein. Also 30 Stück hiervon sollten 500 Gramm so viel Silber enthalten wie in 500 Gramm Feinsilber. Und noch ein Beispiel, auch hier bitte ich Sie, das ist jetzt die Titulatur, die zu der Münze davor gehören würde. Das ist ein Beispiel aus Waldeck für so einen Vereinstaler. Georg Viktor, Fürst zu Waldeck und Pyrmont. Und auf der anderen Seite haben Sie wieder einen Vereinstaler und 30 Stück, ein Stück muss man ergänzen, 30 Stück, ein Pfund fein von 1867. Das war dann schon das Jahr, wo nur noch Waldeck und Hessen-Darmstadt übrig geblieben waren. Übrigens an Münzstädten sind nur noch übrig geblieben Frankfurt. Die Münzstätte blieb bestehen, obwohl Frankfurt nicht mehr selbstständig war und wurde von den preußischen Königen auch genutzt und Darmstadt. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt die letzte Münze, die ich Ihnen vorführe und das ist dann doch noch zum Glück eine Frankfurter Münze. Das ist nämlich gleichzeitig ein Ausblick auf die Auktion von uns im nächsten Jahr im Herbst, wo nämlich der zweite Teil der Sammlung los versteigert werden wird. Und da kommen ja auch die Frankfurter Stücke. Und dies hier ist der erste Frankfurter Taler. Vorne haben Sie den Frankfurter Adler und die Umschrift Numus Rei Publicae Francofortiani. Und auf der anderen Seite die Devise Sit Nomen Domini Benedictum, also gepriesen sei der Name des Herrn. Und diese Münze, was ja auch eine große Rolle spielt heute, immer schon eine Rolle gespielt hat, aber heute eine noch größere Rolle spielt, ist die Provenienzforschung. Dieses Stück stammt aus einer ganz berühmten Frankfurt-Sammlung, die 1983 von den Kollegen in Zürich versteigert worden ist. Und das ist eben dieses Exemplar hier. Und das hat damals Herr Spohr gekauft. Ich weiß nicht, ob der auch Mitglied bei uns war. Das war auch ein Münzenhändler hier in Frankfurt auf der Freskas. Und der hat das damals für den Herrn Dr. Loos ersteigert. Und wie man sieht, hier hat sogar mein Vater auch eine Münze bekommen. Diese Klippe nämlich. Ja, in dieser Sammlung waren sogar zwei Exemplare des ersten Talers drin, der eigentlich extrem selten ist. Ja, meine Damen und Herren, so sah es vor Corona bei uns aus in der Auktion. Und ich hoffe, dass das natürlich bald wieder so der Fall sein wird. Das war allerdings eine Auktion in Berlin, sehe ich gerade. Und dann hoffe ich, dass ich Sie nicht zu sehr gelangweilt habe mit allen Details. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie alle nächste Woche erscheinen zu unserer Auktion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.